Die Nachwelt flicht dem Mimen keine Grenze. Ein Schillerwort. Doch Schiller konnte nicht wissen, dass es uns heute via Film sehr wohl möglich ist, einem Schauspieler den ihm passenden Ehrenkranz auch posthum zuzueignen. Günther Simon hatte nur 20 Jahre für seine Filmarbeit und er hat sie genutzt. In über 60 Spielfilm- und Fernsehrollen. Er galt als DDR-Staatsschauspieler par excellence und er hatte das Zeug zum echten Volksschauspieler. Günther Simon war im Film und im Leben einer, auf den man setzen konnte. Jemand, der Vertrauen einflößte. Hierin war er von Anfang an und in unterschiedlichsten Verkleidungen immer der Günther Simon, an den auch heute viele gern denken. Hoppla, junger Mann. Hans, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so rennen. Ein Schauspieler sollte weiterleben in seinen Rollen, sagte uns Angelika Domröse, die vor allem erinnert, dass Günther Simon ein wundervoller Kollege war. Wohin geht's denn, Gustav? Nach Breslau. Und du? Ich fange bei Krupp Gosern an, in Magdeburg. Mutti! Ein großartiger Schauspieler und Mensch. Das fällt allen zuerst ein, wenn man sie über den 1972 mit 47 Jahren an einer Embolie Verstorbenen befragt. Spurensuche in alten Fotos, Erinnerungsarbeit. Margarita Simon bewahrt das Andenken an den Künstler in diversen Alben. Seine erste Rolle als Schwarzer König. Da ist er. Meine Schwiegermutter erzählte mir, dass ihr Sohn Günther schon als Kind ein ganz großer Schauspieler gewesen sein soll. Sie schrieb kleine Theaterstücke und das hatte immer Erfolg bei ihren Kränzchentanten. Hier das erste Engagement meines Mannes in Köthen. Das war 1947-48. In Köthen spielt Simon mit Juniorenvertrag für 300 Mark im Monat. Die erste Hauptrolle? Eine feine und klar durchgehaltene schauspielerische Leistung, wie eine Kritik bescheinigt. Und ein Spielplan mit heute kaum noch bekannten Stücken. Später folgen Engagements in Dresden und Leipzig. Doch zuvor holt ihn die berühmte Luzi Höflich nach Schwerin. Hier ist unser schönes Theater, ein Großherzogtheater. Hier ist Günther vom Bühneneingang. Und hier spielte er Clavigo. Gott, wie schmal er da noch ist. In Schwerin gibt es sofort das volle Repertoire mit Gogol, Miller, Kleist. Simon spielt sich durch den klassischen Spielplan. Im Faust, in Valentin und in Benedikt, in Shakespeares, viel Lärm um nichts. Weil es natürlich keine Aufzeichnungen seiner Theaterarbeit gibt, hier der Komödiant in einer späteren Fernsehinszenierung. Shakespeares Was ihr wollt. Junker Tobias von Rüb. Ein rassiges Weibsbild. Und liebt mich. Was liegt schon dran? Mich hat auch einmal eine angebetet. Junker, es täte Not, dass du dir wieder Geld kommen lässt. Wenn ich eure Nichte nicht kriegen kann, liegt der Karren im Dreck. Lass Geld kommen, Junge. Und wenn du sie nicht doch kriegst am Ende, so will ich Mats heißen. In Schwerin war ich Tänzerin. Und die Schweriner Schauspieler und überhaupt das Schweriner Theater fuhr immer
nach Ahrenshoop an der Ostsee. Das wurde so vom Kulturbund vermittelt. Und da haben wir mal abends in einer Bar getanzt. Da haben wir uns eigentlich etwas näher kennengelernt. Und da hat er gesagt, ach naja, die Stange ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hieß mit Mädchennamen Stange. Mein Mann ging dann aber von Schwerin nach Dresden. Im nächsten Jahr hatte ich das Glück, nach Leipzig engagiert zu werden mit Solovertrag. Aber wir waren leider nur ein halbes Jahr zusammen, denn dann holte ihn schon wieder die DEFA. Für Simon und seine Partnerin Helga Göring ist dies der erste Film. Und auch für ihren Regisseur, den Dresdner Intendanten Martin Hellberg, die erste Arbeit fürs Kino. Grüß Gott, Käthe! Grüß Gott, Heinz! Ah. Helga Göring und Günther Simon haben bereits gemeinsam in Dresden gespielt und erwarten das neue Engagement mit der obligaten Aufregung. Wir hatten Probeaufnahmen gemacht, man fuhr ja wieder weg und hatte keine Ahnung, ob man die Rolle bekommt oder nicht. Und wir haben, der Günther war damals, hatten wir gerade Urlaub am Theater, und da war Günther in Berlin bei seinen Eltern und ich war in Dresden. Und wir haben uns jeden Tag angerufen, hast du schon Nachricht, hast du schon, nein, ich habe noch keine. Und dann, als die Nachricht da war, da haben wir beide angerufen und es war immer besetzt. Es war bei mir besetzt, bei ihm besetzt, weil wir uns immer gegenseitig anriefen. In diesem pathetisch inszenierten Film ist Günther Simons erster Auftritt das eigentliche Ereignis. Die Figur des Weimann ist ihm vertraut. Auch er ist Kriegsheimkehrer mit einschlägiger Biografie. Notabitur, dann Fallschirmjäger und kurz darauf Gefangenschaft in den USA und England. Seine erste Filmrolle erweist ihn gleich als Filmschauspieler par excellence. Die Kamera verbündet sich mit ihm. Es ist diese unerklärbare Kinopräsenz, die ihn von Anbeginn trägt. Simon wird sich fortan fürs Kino entscheiden. Das verurteilte Dorf ist ein friedensbewegter Film über den Kampf einer bayerischen Gemeinde gegen einen amerikanischen Militärflugplatz. Und dem damals ziemlich heißen Kalten Krieg sind vermutlich diese Losungen geschuldet. Nach zwei eher konventionellen Spielfilmen kommt der eigentliche Simon-Film, der den Schauspieler in die erste Darstellerriege katapultiert. Ja? Sie wissen wohl, was nun kommt. Ja. Ein besseres Deutschland. Ein Deutschland ohne euch. Als Telemann hat ihn damals fast jeder gesehen. Günther Simon wird beinahe zwangsläufig populär mit der Darstellung des von den Nazis ermordeten Arbeiterführers. Erst nach umfänglichen Maskentests, einem Probefilm und politischer Einstimmung wird dem noch parteilosen Simon das Vertrauen für die Staatsaktion ausgesprochen. Autor Michael Chesnow-Hell: Lieber Simon, ich bin fest überzeugt, dass Sie Ihre schwere Aufgabe gut lösen werden. Der Film verkürzt die Historie zum Agitationsstück. Man möchte unausgesetzt wissen, wie Thälmann wohl wirklich war, und wird mit einem Mythos abgespeist. Lediglich die natürliche Ausstrahlungskraft Simons ist irgendwie identitätsstiftend, trotz Ideologie. Der Schauspieler wird permanent in heroischen Tableaus arrangiert und die thesenhaften Dialoge sind wenig hilfreich, einen lebendigen Charakter zu schaffen. Aus einem Brief des Regisseurs: Du wirst mit diesem Film zu einem der populärsten Schauspieler unserer Republik. Das ist für einen jungen Künstler eine gefährliche Situation. Wenn die Premierenzeit vorbei ist, musst du als einfacher Künstler von Neuem um die Gestaltung der nächsten Aufgaben ringen. Er hätte viel populärer werden können, wenn die Gestalt auch noch Witz und Humor und persönliche Eigenheiten gehabt hätte. Die Gestalt ist mehr eine Bilderbuch-Vorbildfigur. Ich meine, es lässt sich ja ein realistischer Film denken über so eine Figur. Aber das richtig darzustellen, das geht beinahe nicht. Proletarische Helden sind vielleicht das Schwerste überhaupt. Und diese Anstrengung ist dem Metzig nicht nur nicht gelungen, sie war gar nicht gewünscht, nehme ich an. Das
diese Person aufzusuchen, zu entdecken, das konnte er ja gar nicht. Sie wollten ja die Ikone hinstellen. Mit Kurt Metzig wird der Schauspieler noch weitere Filme drehen. 1957 die Komödie Vergesst mir meine Traudel nicht. Das Debüt von Eva Maria Hagen, der Günther Simon als liebenswert korrekter Polizeikommissar zur Seite steht. Ich habe ihn ja das erste Mal überhaupt kennengelernt in meinem ersten Senkrechtstart-Film, Vergesst mir meine Traudel nicht, wo er dann den Chef der Polizeistation gespielt hat. Und da war mir aber noch kein Begriff. Also wusste nur, dass er eben ein Star ist, oder das Wort gab es damals nicht. Er war ein Profi, ja, ein angenehmer Kollege. Ihre Akten aus Barnsdorf sind gekommen. Er konnte aber auch ein Biest sein. Wenn er irgendwie jemanden zickig fand oder nervend, dann hat er Stopp gesagt. Nein, er war auch eine Instanz. Er war eine Respektperson. Und immer wenn künftig eine sympathische Respektsperson benötigt wird, hier ist Ihr neuer Personalausweis, ist Simon die Idealbesetzung. Und das ist Ihr wirkliches Geburtsdatum. Da habe ich euch. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem 18. Geburtstag und damit zu Ihrer Volljährigkeit. Die Vormundschaft des Staates über Sie ist ab heute erloschen. Aus der schwierigen Vormundschaft des Thälmann-Films versucht sich Simon mit unterschiedlichsten Genrefilmen zu emanzipieren. Er probiert sich in der musikalischen Komödie Meine Frau macht Musik ebenso lustvoll aus wie im ersten DEFA-Science-Fiction-Film Der schweigende Stern. Und wieder ein proletarischer Held. Diesmal in einem nach Motiven aus dem Leben des Arbeitersportlers Werner Seelenbinder inspirierten Film. Sieger und deutscher Meister in 725, Bertram Berlin. Der aktive Antifaschist soll bei der Olympiade für die verhassten Nazis antreten, um zu französischen Sportlern Kontakt aufzunehmen. Er wird im olympischen Dorf konspirativ arbeiten und Informationen über Konzentrationslager ins Ausland schmuggeln. Der Film leidet jedoch an Überdramatisierung, weil man der Lebensgeschichte Seelenbinders nicht genügend vertraut. Und wie beim Thälmann-Film vermisst man den authentischen Ton, obwohl sich der Schauspieler mit ganzer Kraft auf die Rolle einstellt. Auf diesem Rasen wurde der Seelenbinder-Film vorbereitet. Und zwar von der DEFA wurden große Matten, die den ganzen Rasen ausfüllten, angeliefert. Und der dazugehörige Trainer, der wohnte gleich ständig hier im Haus, der ging also morgens schon mit meinem Mann zum Waldlauf. Und dann frühstückten sie ausführlich. Der konnte unheimlich essen, dieser Herr Fräs. Der ist mir immer in Erinnerung, dass er mindestens eine halbe Buttercremetorte allein aufessen konnte. Und dann begann eigentlich die Vorbereitung für das richtige Ringen. Diese ganzen Griffe, das ist ja gar nicht so einfach, nicht? Aber mein Mann war so ehrgeizig, der wollte eben alles unbedingt selbst machen. Man hätte ja auch vieles dubeln können. Aber nein, dazu war er, das wollte er nicht. War zu ehrgeizig. Wie in seinen Rollen kombiniert er den Spaß am Spiel stets mit Ehrgeiz und ganzem Einsatz. Ein großer Sport bei uns, Wellenbrett. Was Vater konnte, konnten Kinder natürlich auch. Aber langsam wurde das zu langweilig und es wurden also Wasserskier angeschafft. Erst zwei Wasserskier und dann wurde es auch auf einem probiert. Aber das konnte nur mein Mann, also meine Kinder haben das nicht geschafft. Ach, hier ist mein Mann auf der Trabrennbahn. Das war sein Lieblingssport. Er fuhr nach Karlshorst und trainierte da auch. Und dann gab es ab und zu einen prominenten Rennen. Und da hat er sogar mal den ersten Platz gemacht. Und er hat auch da gewettet. Aber nie viel gewonnen.
Tausende an den Pforten der deutschen Sporthalle in der Stalinallee beim Tischtennisturnier für jedermann. Der bekannte Filmschauspieler Günther Simon war ebenfalls mit von der Partie. Der Augenzeuge war auch dabei. Wann dürfen wir Sie erwarten? Der vielseitige Schauspieler ist inzwischen eine unersetzbare Größe für die DEFA geworden. Simon sucht stimmlich nach angemessenen Aufgaben. Doch es hat den Anschein, als begnügen sich die Regisseure oft einfach mit der zuverlässigen Präsenz dieses in mehrfacher Hinsicht schwergewichtigen Darstellers mit der Heldenhypothek. Aber es waren ja auch meistens positive Rollen für ihn. Ich glaube, er hätte auch gerne mal so einen Bösen gespielt, ja, einen ganz Bösen. Aber ich glaube, in keiner Rolle war er ein ganz Böser, nicht? Nee. Heißt du nicht Katrin? Du hast 2 Tage lang bei der Konkurrenz gekauft. Ach, sei nicht so böse. Keinen richtig bösen, aber doch despektierlichen Typ spielt er hier. Weberburschen im Kopf. Ich sag ja auch nichts mehr, außer bei mir wäre es eine Liebesheirat gewesen. Und dann hatte ich das Drehbuch für Kleid geschrieben. Und da gibt's einen Fleischer, einen großen, kräftigen Mann, der ironisch ist und witzig ist und lustig. Und er fiel mir einfach ein. Und dann, ich habe den Namen vergessen, von der Wächterin, die diese Besetzung der DEFA da nicht nur vorschlug, sondern auch kontrollierte offenbar. Die mich dann mal kommen ließ, aber es war eine nette Dame, ich komme schon wieder drauf, wie sie heißt. Du kannst doch nicht, ich glaube, ich erinnere mich genau, unseren Thälmann da als so eine Schießbudenfigur besetzen. Katrin, bei mir wäre es eine Liebesheirat. Später, wohl Jahre darauf, war ich wieder in der Besetzungsabteilung und sagte, ich besetze den Günther Simon. Als Egon Günther für seinen Film Lots Weib einen Anti-Helden braucht, wird für Simon die Zusammenarbeit mit dem unkonventionellen Regisseur eine wichtige Erfahrung. Und langsam hat es mir gedämmert, dass immer noch die gleiche völlig unbegreifliche mittelalterliche Denkstruktur herrscht. Jemand, der bei uns Thälmann gespielt hat, oder etwa Karl Marx, ich darf gar nicht dran denken, oder gar Stalin, da gab es ja auch Leute, die sind sakrosant, die müssten sie also wie Heilige behandeln. Seit wann schämst du dich? Oh, schon eine ganze Weile. Seit wann denn? Seit ich weiß, dass du andere Frauen hast. Dieser Film ist so etwas wie das Entree in ein neues Fach. Was machst du denn da für ein Gesicht? Nicht einfach ein Genrewechsel, sondern ein Zuwachs an schauspielerischer Potenz. Wie war's denn? Ich kriegte ein Kind, das war uns nicht recht. Da hilft keine Sentimentalität. 4 Nächte lang bist du von Apotheke zu Apotheke gelaufen und hast versucht, den Apothekern Tabletten abzuschwatzen. Und ich habe sie geschluckt, alle Stunden, wie Stück, bis mir schlecht geworden ist. Es ist immer wieder kompliziert, wenn Leute sich so mit Ach und Krach dann auseinanderleben. Lass uns trotzdem die Komödie in dem Ganzen suchen. Das war unser Lebensgefühl. Bei allem, was geschah, und es geschah ja, weiß Gott, manches, auch in diesem DEFA-Studio, wo man sich hinterher an den Kopf greift, war das Aufsuchen des Komödiantischen. Es war Simons Welt, gar keine Frage. Ne? Warte mal. Die Arbeit mit Simon ist so einfach gewesen, einfach ist es nie, ist so leicht gewesen, so ohne Mühe, weil er ein großer Komödiant ist. Man musste dort nicht große Lehrsätze vorbringen, zu sagen, das schöne Wort von Brecht, wenn sie ihn richtig ernst ist, können sie es auch immer lustig ausdrücken. Genosse Simon, Sie schon Minister? Finden Sie das vielleicht komisch? Nein. Hübsch, sehr hübsch. Herr Minister, ich darf sagen, dass wir in der Bewegung Kampf gegen Dreckspatz einen guten 2. Platz belegt haben. Eine romantische Satire von der Lampe, die alle zur Wahrheit zwingt. Für Simon ein komödiantisches Vergnügen, für die Zensur ein zu starkes Stück. So eine Lampe und so einen Film braucht man nicht. Hoppla! Mit Kindern hat Simon übrigens immer gern gearbeitet. Der Ärger mit meinem Namen. Kann man da nicht irgendwas machen, dass ich anders heiße oder so? Alfons? Ist doch ein sehr schöner Name. Naja, Alfons geht ja noch. Aber ich meine der Zitterbacke. Der Film, der mich als Kind am meisten beeindruckt hat, war Alfons Zitterbacke, weil dort eigentlich mein Vater
so gespielt hat, wie er eigentlich auch in Wirklichkeit war. Und auch eben, weil eben zufällig auch die Kleidung genau die gleiche war, weil das wurde ja dann hier auch auf dem Scharmützelsee gedreht, in dem Angelkahn mit seiner Latzhose, lange Latzhose und seinen hochgewölbten Hut. Vielleicht eine Episode aus der Zeit, da hatte mein Vater mir dann versprochen, naja, am nächsten Tag gehen wir angeln. Da er aber wusste, dass abends noch ein bisschen gefeiert wird, hat er gesagt, dann lasse ich dir eine Strippe unten liegen und da ziehst du dran und dann gehen wir morgen früh angeln, das ist versprochen. Und gesagt, getan, ich bin dann am nächsten Morgen auch aufgewacht und hing wirklich eine Strippe die Treppe herunter und ich zog auch kräftig dran. Ich wusste nicht, dass mein Vater sich das am Zeh festgebunden hatte und hörte dann natürlich einen mächtigen Schrei. Aber mein Vater war wach gewesen und er hatte sein Versprechen dann auch eingehalten. Und dann sind wir halt angeln gegangen, auch wenn es für ihn anstrengend war. 8mm Filme aus Bazzaro, dem Sommerdomizil der Familie Simon. Es ist tröstlich, dass die Amateurfilme großer Filmleute nicht anders aussehen als die der gewöhnlichen Sterblichen auch. Er hat Bazzaro so geliebt. In jeder freien Minute ist er hier rausgefahren, entweder mit Familie oder ohne Familie. Und das Schönste war, er hatte Angelklamotten und einen Angelhut, Räuberzivil. Und dann ging es aufs Wasser und dann nahm er sich seine Bücher mit, seine Drehbücher und hat dort dann für sich ganz in Ruhe gearbeitet und seine Rollen gelernt und auch geangelt. Hat große Hechte rausgeholt und war dann immer sehr stolz. Ich lag im Krankenhaus Friedrichshain und hatte mein erstes Kind bekommen. Und mein Mann kam hereingestürzt und sagte, ich habe ein Haus für uns in Bazzaro ausgesucht. Ich sage, wo? Ja, eine Ruine, die muss zwar noch ein bisschen ausgebaut werden, aber da können wir dann den ganzen Sommer über draußen bleiben. Und ich war noch nicht ganz raus aus dem Krankenhaus, da fuhr mich mein Mann hier raus. Und es war hier alles sehr einsam und ich dachte, oh, hier wirst du nie wohnen. Aber mein Mann sagte, ach, hier wirst du nie allein wohnen, wir können hier Gäste einladen und wir werden uns das schon schön machen. Und er hat dafür gesorgt, dass sich das Haus schnell belebt. Ralf, Oliver, Claudia und Peer. Er wollte 6 Kinder haben, aber bei 4 Kindern habe ich dann gestreikt. Sonst hätte ich jetzt vielleicht 6 Kinder. Er war sehr kinderlieb, ein Familienmensch. Mein Vater war sehr familienlieb, also zu uns Kindern. Also die wenige Zeit, die er dann mit uns verbringen konnte, haben wir meist spielen verbracht. Wir waren eigentlich eine richtige Spielerfamilie. Es war früh morgens um 5 oder 6. Da kam dann der Fred Del Mare zu Besuch und da hat er mich dann aus dem Bett geholt. Da hat gesagt, los komm, jetzt musst du mit dem Fred Del Mare mal Schach spielen. Ne? Und dann hat er eben seine Freude gehabt, weil das konnten wir auch ganz gut. Und da haben wir ihn dann auch besiegt. Und das war dann eben für ihn immer eine tolle Sache, wenn er seine Kinder auch irgendwo präsentieren könnte, dass die eben auch was gelernt haben und was gezeigt haben, was sie können. Ja. Es ist, sagen wir, fast 19:30 Uhr abends. Die Leute in dem Bus sind ganz normale Leute. Ton ab! Und es ist eine Zeit lustvollen Experimentierens mit dem neuen Medium Fernsehen. Simon ist immer offen für solches Ausprobieren. Einsteigende Herrschaften, Beeilung bitte! Fertig! Das Fernsehgroßprojekt ist für Günther Simon 1969 der Mehrteiler Krupp und Krause. Beginnend in den 20er Jahren werden die parallelen Schicksale derer da oben und jener da unten begleitet und die nur mangelhafte Kompatibilität der ganz Reichen mit den nicht ganz so Reichen thematisiert. Ich staune. Ein Erfindertalent in unserer Mitte. Ja? Sie bieten uns also Ihre Erfindung oder sagen wir richtiger Ihre Verbesserung zum Kauf an. Das geht leider nicht. Nach unserer Betriebsordnung. Da sind Erfindungen, die von Werkangehörigen gemacht werden, gleich viel von wem. Automatisch Eigentum der Firma. Automatisch? Sie sollen nur begreifen, dass die Firma Krupp und Sie keine verhandlungsfähigen Partner sind. Das ist objektiv nicht der Fall, Krause. Fast zeitgleich spielt der Workaholic Simon in einem Fernsehroman einen Hochofenarbeiter, der sich nur unwillig qualifizieren lässt. Das hier, das ist Arbeit. Nicht für Häftlinge. Aber wie ich höre, bist du gute Mathematik. Na bitte. Für das Sanatorium gerade das Richtige. Eine 5.
Zeig her, was hast du? Eine Eins? Mhm. Wie kommst du dazu? Ist aber gut, Kollege Hausschild. Ich möchte nicht, dass wir... Haben Sie schon mal vor dem Ofen gestanden? Ja. Haben Sie schon mal eine Kelle in der Hand gehabt? Ich lass mich nicht von dir in den Schmutz treten. Ein bemerkenswerter komödiantischer Versuch auf der Suche nach einem vielschichtigeren Bild vom Arbeiter. Verteidigt eure schönen Zensuren. Hier könnt ihr so loswerden. Einer wie der andere. Schon 1958 erspielte er sich unter der Regie Konrad Wolfs in Sonnensucher eine seiner wichtigsten Arbeiterfiguren. Es geht um die wilde Zeit der Wismut-Bergleute, die auf Biegen und Brechen das für die sowjetische Atomproduktion benötigte Uran fördern. Die weltpolitische Entwicklung machte das Thema jedoch unerwünscht und der Film verschwand für viele Jahre. Sonnensucher ist aber auch eine ebenso raue wie zärtliche Liebesgeschichte desillusionierter Menschen. Wer der Vater ist, nicht so wichtig. Fedosjew sagt auch, mein Schacht gehört ihm. Es wird mein Kind, wenn wir es großziehen, Lutz. Dumme Ziege. Weinen kannst du ja schon. Vielleicht lernst du auch noch lächeln. Erst 1972, im Todesjahr Simons, kommt der Film in die Kinos. Regisseur Konrad Wolf hält die bewegende Grabrede. Es ging ihm ums Ganze, die ganze Charakterentwicklung einer Rolle, den ganzen Film. Am meisten interessierte ihn wohl das Widersprüchliche in und um den Menschen, das Echte, das noch nicht entdeckte. Er war ein ehrlicher Mensch und nie hinterhältig oder falsch. Er war ein richtig toller Mensch. Schauspieler sowieso, ja. Es war eine große Tragik, dass er so früh... Er könnte ja heute noch leben. Wir könnten heute noch zusammen spielen. Ich kann mir die Szene gut vorstellen, dass jemand beim Besetzen plötzlich sagt, ach Mensch, Simon, das wär's vielleicht gewesen. Ne? Nicht ersetzbar. Mit seinem Hintritt gibt's diesen Typ nicht mehr richtig. Ich wüsste keinen, der dafür stünde. Und schon richtig anfassen. In seinem letzten Spielfilm, Reife Keschen, gerät er in eine improvisierte Party und kann sich endlich auch als Tänzer profilieren. Und dann fällt mir ein, dass ich ihm ja das Tanzen beigebracht habe. Er hat dann immer mehr wie ein Bär sich immer von einem Bein auf das andere bewegt. So. Jeden Tanz getanzt. Ich sage, nein, du musst mal ein bisschen was anderes tanzen. So. Eins, zwei, drei nach da und dann eins, zwei, drei nach da. So. Und dann habe ich mit ihm das geübt. Und jetzt war er dann einer der tollsten Tänzer geworden, ja? Ohne Widerrede.